So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia Custom Stories. Telefon klingelt, The Attic Part 2, Chapter 2, kann man sagen. Und ich bin auch wieder dabei. Das ist der Mitkommentator vom ersten Part davon, diesmal auf der Cam sogar. Ja, das letzte Mal hat er vergessen, die Cam anzuwerfen. Kann passen. Ich wollte ihn schon dran erinnern. Erinnern. Schwarz. Schwarzbrot. Schwarz. Hört sich türkisch an. Türkisch, Simsalabim oder wie? Ah. Okay. Hallo. Bisschen am Laken. Und ein bisschen. Wow, ich sehe da das hier für erstes Pass. Passt recht gut zum ersten Teil, ne? Passt, ja. Da wird es aufhört. Hallo. Obwohl wir am Ende ganz woanders gelandet sind. Nein, das ist einfach nur, weil das war ja noch nicht das Ende vom Ende, was wir gemacht haben. Ich mache einfach jetzt Part Chapter 2, ne, weil wir ja nicht weiterkamen. So, ich brauche hier Vernunfttrank oder sowas oder ein auf dich wie ein arschbehinderter Geistesloser zu bewegen Trank, was weiß ich. Hallo. Das ist eine Büchse. Das ist schon eine Büchse. Hallo. Ich gehe da erstmal nicht rein. Vielleicht ist da ja noch was. So viele Türen. Wow. Chapau. Nö. Aha. Da. Ja, müssen wir aber erstmal durch die Tür hier gehen. Du musst immer durch die Tür mit Blutspuren sind. Normal, ne? Ja. Laden. Ich bin wieder ein bisschen heißer. Leider. Hm. Nimmst mit 13 FPS auf. Brauchst nicht nur wenn es ladet. Brauchst du nicht normalerweise 15? Mindestens? Ich brauche mindestens 30. 30? Damit es nicht so laggt halt. Okay, ja, aber damit das menschliche Auge es ja als Film wahrnimmt, brauchst du ja glaube ich... 25 oder so, weil das ist ja normale... Fernsehrate von den FPS, soweit ich weiß. Oha. Yeah. Hallo. Also ich glaube, das hochgeladene Video. No. No. Der wird verrückt, der Junge, ey. Das hör mal auf, so geistig instabil zu sein, ey. Da nochmal aber kein Vernunfttrank. Ach, leck mich doch. Aber bleib nicht an der Kerze stecken, ey. Ah, hallo. Danke. Also ich glaube, die Stelle kenne ich vom letzten Teil noch. Kenne ich auch. Ich bin so lustig. Oh, Hallöchen. Das ist auch das Büro aus dem ersten Teil, oder nicht? Also wenn du das ein Büro nennst, dann ja gerne. Ja, das ist das kleine Zimmer da. Also, Stuhlmodus. Und da hinten war noch ein Schrank, das weißt du, wo du nicht reingeguckt hast. Weiß man nur alles, das, ja, Chapter 2 ist eben halt alles wie beim ersten Teil, kann man sagen, nur ein bisschen anders. Das muss man jetzt erstmal verstehen. So. War das nicht der Raum mit den ganzen Leichen? Sollte eigentlich gewesen sein, ja. Ja, was? Ich glaube, der hat sich einfach einen anderen Platz gesucht. Und kann ich nicht ergehen. Da. Schalalalalalala. Oh. Ah, ja. Und hier habe ich mal hier mal so rumgespielt. Mal sehen. Hier geht's immer noch nicht weiter. Da muss irgendwo ein Schlüssel oder so rein. Ist dir gerade nicht was runtergefallen? Nein. Na, habe ich Halluzination schon. Ich gehe gleich mal in die Tür rein. Yes, habe ich was gehört. Und was? Und so, irgendwie so ein Schlüssel klickt oder so. Ist dein Ernst? So ein metallisches. Irgendwie. Jetzt habe ich gerade überhaupt nichts gehört. Ja. Und dann links geht's runter. Irgendwo.
Nicht da. Ich weiß, aber ich wollte da erstmal nicht runtergehen. Dann gehe ich doch runter. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Are you fucking kidding me? Ne? Steh auf. Anscheinend. Steh auf, du Hundesohn. Ah, Tinnitus! Was? Tinnitus. Das heißt? Das Piepen. Ah. Failed again? Also, dass mich das Spiel sofort an dem Anfang zu teleportiert, das kann ich nicht. Wir haben wahrscheinlich irgendwas Komisches ausgelöst. Hier waren wir aber nicht, oder? Ach, hier ist der Vernunftstrank. Schweinesau, du. Können wir den erstmal aufheben? Vielleicht musste das so sein. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn ich ehrlich sein muss. Nö. Ne. Ja, ist normal einfach rein. Das Spiel ist so spannend. Ja. Meinen letzten Teil habe ich mir fast in die Hose gemacht hier. Nein. Es ist wieder dunkel. Ach, jetzt wiederholt er das. Ich bin einfach nochmal. Hallo. Ja. Schingeling. Und schon wieder ein Albtraum. Mann, bin ich erschrocken, erschrocken. Ich weiß nicht. Bin ich erschrocken. Irgendwas, ne? Ja, oh, geh einfach mal in die Tür rein hier. Wie wär's mal mit dem Vernunftrank? Ladescreen. Jo, ich dreh doch nicht durch. Also im Spiel nicht. Au, verdammt. Verdammt. Schalliling, lalum, da ding. Ach, das ist die Tür, durch die wir vorhin reingekommen. Lol. Ich weiß mit dir, da fliegt gleich schon wieder eine Leiche raus. Darauf könnte ich schwören, Digga. Ja. Nein, schirren. Nicht spüren, sondern schirren. Schirren, Digger. Digger, Digger. Das ist ein bisschen toll, wär, wenn jetzt auf einmal hinter dir so ein Monster stehen würde. Passt, ne? Gibt's so manchmal. Passt. Ey, schirr, Digger, aus dem Buch, Digger. Keine Bemerkung, war. Nennen wir es Braunimmigranten. Genau. Das ist schwarz. Wow. Warum heißen die schwarzen Menschen eigentlich schwarz? Die sind doch braun. Ach ne. Das ist einfach nur so eine philosophische Frage. Und die Frame Rate geht gerade wieder ein bisschen runter. Ein nur so auf die 13, 10, 9 FPS. Mach doch was mit der Grafikeinstellung. Aber das ist schon das Niedrigste. Was willst du denn noch? Ich würde sagen, hör auf zu rennen, aber. Aufhören zu rennen. Zu hochzuladen. Hochladen von einem Video, das ändert nichts in der Warte. Ha, ich hatte für einen Bruchteil der Sekunde eine Leiche gesehen. Als ob. Doch. Mit meinem geistigen Auge. Ja. Du bist schon wieder. Nee. Jetzt ganz interessant. Waren wir hier schon? Nein. Ding dong. Verstecken hier was. Chapau. Gästen, hört auf. Ist nachher dieses Viech, das was wir uns letztes Mal, das was wir letztes Mal getrollt haben? Nein, das ist nicht. Das ist ein viel ekelhafteres Monster, finde ich. Welches denn? Man kann sagen, ich nenne es Mushi-Face. Weil es hat nur ein Auge und Zähne überall und ja. Ich kenn's so bestimmt. Das hatte so einen Arm, das sieht aus wie so ein Schwert und das hackt dich ach mit so, einem Schlag her. Das war's da letztes Mal aus der Tür rausgesprungen ist. Genau. Nicht mehr. Biatch, lade doch. Heftig laden. Laden, schalaben. Laden. Oh. In der Stadt. I should probably stay on the path. Increase those things out here. Achso, in case, nicht increase. Also, solange die Viecher draußen sind, sollen wir im Weg bleiben.
Das ist nett. Ich habe aber immer noch so viel Öl. Gegensatz zum ersten Chapter. Hallo Jesus. Verbrenne ihn. Ab ins Fegefeuer. Was soll ich jetzt machen? Ja, das ist einfach ein Haus von meinen Kunden, würde ich sagen. Guck mal, draußen ist es, also hier aus dem Fenster ist es hell, aber draußen ist es dunkel. Paradox. Wahrscheinlich sind wir einfach durch die Zeit gereist. Ja, kann sein, durch die Tür, ne? Ja, durch Narnia. Please stay back 200 feet city works. Keine Straßenarbeiten. Auf! Ach so, danke. Und da da. Unter dir. Ja, da ist so nix. Ach so. Wahrscheinlich brauchen wir einen Schuss oder so. Ich hab keine Ahnung. Holy shit! Ah, ja, du mich auch. Ha. Knapp. Kannst mich nicht verfolgen. Wie das jetzt eigentlich, wenn du wieder rausgehst? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich, ja. Na, na. Du machst die Kisten auf, um sie wieder, die Schubladen auf, um sie wieder direkt zuzumachen, ne? Ja, passt doch über die Steuerung hier. Spielen wir mal ein bisschen Klavier. Alle meine Entchen. Wenn man die Tastatur, die Tasten drücken könntest. Mehr Realismus im Spiel. Was auch realistisch wäre, wenn die Monster nicht existieren würden. Ja, das wäre subreale Realistik. Was du laberst. So nicht. Das Monster kam von da hinten. Schwarz. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe keine Lust, das zu lesen. Hallo. Anyone who needs to enter the city hall, we have stashed the key in the... Ja, ja, bla, bla, bla. In der... abandoned house at the end of the long path. Ja, wo musst du hin? Am Ende eines langen Pfades steht ein Haus und da ist eine Key drin. Ja, aber ja, Lampen will. Ja, Lampen will ich genug. Ich hab's kurz ausgemacht. Hallo. Kenne ich schon aus dem Amnesia Let's Play. Was ist das für ein Viech? Keine Ahnung. Sieht lustig aus. Sieht ziemlich gestört aus. Ich bin mir sicher, dass hier aber gleich ein Monster kommt, wenn ich es mal sage. Ich auch. Ziemlich sicher sogar. Einfach mal alle Häuser durchsuchen, passt schon. Oh, Lappenöl. Schweinchenderboxen. Box. Hallo Hund. Nee. Das erinnert mich so ein bisschen an Oblivion. Echt? Ja, in der Erweiterung Shivering Isles, da gibt es so hässliche gehäutete Hunde, heißen die. Ach so. Und die sehen aus, als ob die gerade erst. Du weißt schon, Oblivion ist ja Elder Scrolls 4, ne? Ja. Ja. Habe ich schon mal gesehen, aber spielt noch nicht. Und ich habe die Grafik ist billig. Ist ja klar, wenn das Spiel alt ist. Guck mal, jetzt zwischen 4 und 5 liegen 6 Jahre. Ja, das stimmt wiederum. Ah, ich bin mal so lustig und folge einfach den Fußspuren. Das Spiel hat damals Maßstäbe gesetzt. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hallo. Lag doch nicht. Ich hab so gegen Bioshock 2 getauscht. Das ich jetzt wiederum dir gegeben habe. Hm. Ah, wiederum, unsichtbare Wände. Wo wiederum Xbox Live rumbuggt, ne? Nein, Windows Live. Ja,
11, 16, 13 FPS, 20, 26, oh, 10, 11. 7. Und Weltrekord lauf hier. Ich glaube, du merkst, wenn du zu einer Stelle kommst, wo etwas passiert von der FPS-Zahl her. Lack. Hallo, Agrippa. Wieder perverse hier Beschwörungsdinge gemacht hast. Nun Stuhl. Finally, my lord has sent his minions to clean the village of the sinners. Ich glaube, es soll wohl eher clean heißen, aber to clean diese Leute von diesem Dorf hier. Apropos Minions. Nein, to clean diesen Dorf von diesen Leuten. Ja, da stand sent his minions. Das heißt seine Leute, ja. Ja. League of Legends. Oh, ey, komm. Die kleinen Viecher, die da rumlaufen, essen auch Minions. Ich meine ja nur. Bist ja in Deutsch. Und lernen musst du das Spiel auch endlich mal. Ein bisschen. Ladescreen. Ich glaube, wir können auch gleich, ich würde mal sagen, fürs erste Mal die Aufnahme pausieren, weil wir haben schon 6 Minuten und so 30 Sekunden locker. Reicht. Okay. Dann machen wir das nächste Mal. Wenn ich zu dir komme, weiter. Weil das ist mal wieder ziemlich verrückt. Oh, no. Lol. Whee. Ich dachte, das Viech gibt die One-Hit. Manchmal wohl nicht. Du darfst nicht aufgeben. Tja, ich würde mal sagen, das ist ein ironischer Punkt, um hier einen Cut zu setzen. Ja. Wir geben hier mal auf hier. Okay. So hell. No. Items haben wir alle noch, gut, würde mal sagen, Speicherung beenden, tschüss ihr Säcke, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Guck in die Kamera, du Arsch. Moin. Ja. Gesicht, Lutsch, Schwanz, Muschi.